Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. So, beim letzten Mal hatte ich an dem Peterbilt 289 und muss sagen, yay, ich hab's geschafft und muss hinzufügen, der Bodyguard war, ich bin mal nett, okay, kein Bock drauf, er war einfach scheiße. Ich hab ihn erschossen und hab danach versucht, mich in die Luft zu jagen, was halt leider nicht ging, weil die Polizei dachte, mich zu verhaften wäre lustiger und wäre auch sicherer. Ich muss sagen, eigentlich alles beide hat gestimmt. Jedenfalls, dieses Mal habe ich den Chevrolet Camaro ZL1, ein absolutes Lieblingsfahrzeug von mir. Und dieses Mal habe ich auch einen genialen Skin. Den habe ich von dem User gekriegt und muss einfach nur sagen, danke dafür. Jedenfalls, dieses Mal wollte ich eine ganz, ganz kleine andere Route nehmen und auch ein Ziel, weil mit dem Pedobear-Skin, zumindest wer die Geschichte dahinter kennt, habe ich mir gedacht, dass eine Grundschule ein bisschen da angebrachter wäre. Aber dadurch, dass GTA so etwas wie eine Schule gar nicht hat, was eigentlich nichts Falsches daran ist, wie ich finde. Nein, Spaß. Jedenfalls muss ich halt jetzt erstmal ein anderes Ziel nehmen, was hoffentlich jetzt nicht stört. Aber trotzdem. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich das Ziel hier im Mittelpark nehmen, weil gerade eben Central Park sagen, jedenfalls, und zwar hier die Toilette. Ich weiß, es ist nicht das beste Ziel, aber mal ohne Scheiß, ich muss auf die Toilette. Und zwar, dieses Ziel will ich erreichen, aber ich will eine ganz kleine andere Route fahren, weil, wie soll ich sagen, die Route ist ein bisschen kurz und wenn ich wirklich diese Route gerade eben fahre, dann braucht es ein bis zwei Minuten, bis ich komplett tot bin, weil das sind ein paar Straßensperren, die ich wirklich nicht lustig finde. Deswegen habe ich mir gedacht, diese Brücke hier unten, dass ich halt hier runterfahre, dann hier hoch irgendwie durch den Times Square oder Star Junction und dann hier endlich dieses Ziel zu erreichen. Und bevor ich es vergesse, die Polizei von Liberty City hat neue Fahrzeuge bekommen. Und ich rede nicht davon, irgendwelche alte Streifenfahrzeuge, die man eigentlich selbst für einen Privatgebrauch eigentlich nicht mehr gebrauchen kann. Nein, sondern ganz teure Traumfahrzeuge. Wie zum Beispiel ein Lamborghini oder ein Dodge Viper oder ein Bugatti. Aber der wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht aufkreuzen, weil der wurde mit dem News Cruiser ersetzt. Und der kommt erst, oder eigentlich nur, wenn man, glaube ich, 3 Sterne hat. Ansonsten kommt er nicht. Aber jedenfalls, dann fange ich jetzt auch erstmal gleich an. Und bevor ich es vergesse, hier. Der Innenraum von der Camaro sieht echt nice aus, aber dieses Mal verzichte ich darauf, weil der Pedobear wirklich alles blockiert mit seinem Skin. Deswegen lasse ich es dieses Mal. Aber okay. 3, 2, 1, 0. Oh Polizei, dieses Mal habe ich etwas für euch. Ah, habe ich es jetzt eigentlich markiert, die Brücke? Ja, sehr gut, sehr gut. Nicht, dass ich jetzt den Wegpunkt hinterher fahre und es dann doch wo ganz anders ist. Und danke für den Platten, verdammt. Den hätte ich vielleicht nur gebraucht. Und ich meine eigentlich den Reifen, nicht den Platten selbst. Und auch noch hinten, oh Gott, oh Gott. Und ach ja, wisst ihr was, Leute? Dieses Fahrzeug basiert leider auf einem hohen Schadensmodell. Deswegen wird das jetzt erstmal schwierig sein, eine Straßensperre zu überleben. Geschweige denn irgendetwas, was robuster ist als ein Stück Papier. Was ein bisschen nervig ist, wie ich finde, vor allen Dingen, wenn ich versuche abzuhauen. Okay, dieser Platten nervt mal richtig, weil ich kann nicht mehr lenken. Komm schon. Ey, komm schon, jetzt habt ihr schnelle Fahrzeuge und benutzt sie nicht. Was soll das? Okay. Wo sind eigentlich die anderen Streifen? Ach, egal. Ich meine, natürlich, die Polizei kommt da nicht hinterher. Ich bin viel zu schnell unterwegs. Vor allem, wenn ich mich die ganze Zeit drehe, aufgrund des netten Plattens da hinten. Und sehr gut, Pedobear. Schieß weiter. Du musst ja aufhalten. Weil ich muss wirklich auf die Toilette. Obwohl, ich kann ja nicht auch beim Knast auf die Toilette. Außer, da warten ein paar Leute auf mich, die es nicht zulassen. Dann, okay, aber ansonsten sollte eigentlich nichts daran falsch sein. Komm schon! Okay, so langsam merke ich, dass ein hinteres Rad ziemlich notwendig ist, um überhaupt bremsen zu können. Geschweige denn zu lenken. Oh, 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 nein, schieß sofort! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, dieses Ziel wurde erreicht, wo der Central Park ist, das weiß ich, deswegen werde ich das jetzt erstmal nicht markieren. Oh Gott, hoffentlich ist es kein Fehler. Oh Gott, nein! Oh Mann! Ihr
ich weiß nicht, ob ihr es mir wirklich glauben könnt. Es zieht so schwierig rein ins Handling. Diese Platten, dass ich nicht lenken kann. Aus dem Weg! Tut mir leid, tut mir leid. Oh Gott, komm schon. Liegt es vielleicht daran, dass sie mich schon so oft beschossen haben? Hey, wie geht's denn so? Oh. Ey! Ihr habt ein teures Fahrzeug. Warum benutzt ihr es dann zum Rammen? Komm schon. Und ja, Leute, ich benutze auch ein teures Fahrzeug, aber trotzdem, ich verstehe es nicht. Damit würde ich höchstens so eine Verfolgung machen. Nichts. Irgendwie Ram, Motor, bitte, geh wieder an. Motor, bitte, bitte. Wir sind gleich im Arsch. Oh, danke, danke, danke. Oh, ich hab niemanden. Ach, egal. Oh. Wirklich? Ach, wisst ihr was? Raus! Geh raus, Buddy! Alter Schwede, wirklich so weit? Willst du mich eigentlich verarschen? ja. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich es nochmal versuchen soll, weil meine Tradition ist ja immer, wenn ich es gar nicht geschafft habe, also soll heißen, wenn ich das Ziel noch nicht mal annähernd erreicht habe, dann vergesse ich es nochmal neu anzufangen, also wenn ich fail. Aber wenn ich schon näher dran war und in die Luft gehe, dann lasse ich es eigentlich meistens so. Aber ich glaube, ich werde es nochmal kurz neu probieren. Also bis gleich, Leute. So Leute, willkommen zurück. Ich habe mir gedacht, ich nehme dieses Fahrzeug in Rot, weil persönlich gesagt, ich mag dieses Fahrzeug ganz arg. Aber okay, ich hoffe, dass es jetzt dieses Mal funktioniert, die Route zu erreichen, weil sonst muss ich ganz leicht durchdrehen. Und ich glaube, ich habe was vergessen. Und zwar, ohne das sollte ich vielleicht nicht losgehen. Und zwar eine Schutzweste. Ich glaube wirklich, dass es gut angebracht wäre, weil, naja, die Polizei hatte schon ein klein wenig schnelle Fahrzeuge. Deswegen ist es vielleicht zu sicher. Aber okay, hoffentlich schießt du mir dieses Mal keinen Platten, dieser Polizist. Und ich hoffe, dass ich es auch jetzt dieses Mal erreiche. Aber okay, 3, 2, 1, 0. Oh, Polizei, ich hasse euch manchmal. Vor allem, wenn ihr so einen Scheiß abzieht und ich nicht mehr lenken kann. Nein, 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 nein. Du versuchst mir jetzt nicht zu rammen, oder? Okay, bis jetzt noch kein Platten, aber... Ich weiß nicht, ich glaube, im Real Life wäre mein Beifahrer gestorben. Weil mir ist nicht bekannt, dass Fahrzeuge im Allgemeinen... Jetzt außer sind jetzt gepanzerte Fahrzeuge, dass die Schüsse abhalten, weil... Ich meine, der Schuss sitzt gerade eben richtig. Warte mal, ist er da rausgekommen? Oh, das Scheiße, ich glaube, der ist sogar da rausgekommen. Dann wundert es mich wirklich, dass er nicht erwischt wurde. Weil normalerweise, wenn man drin sitzt, ja, also hier in GTA 4, und man wird angeschossen, ist die Fensterscheibe blutig, was in dem Fall nicht der Fall ist. Und Autsch! Ich glaube, den habe ich gerade eben so richtig erwischt. Und weg, 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 weg! Beschieß sie! Okay, jetzt wurde ich beschossen. Nein, 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 das ist nicht gut. Weg, 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 Baby, komm schon! Man muss ziemlich aufpassen. Dieses Handling ist ziemlich schwierig manchmal. Vor allem, wenn man ganz runter hält. Dann driftet man nur noch umher und kriegt keine richtige Geschwindigkeit hin. Das nervt manchmal ziemlich, muss ich sagen. Aber trotzdem. Ich liebe dieses Fahrzeug. Lenken nicht vergessen. Und vor allem sollte man nicht Gas geben, wenn man gerade eben lenken will. Glaubt mir, das ist nicht so vorteilhaft. Oh Mensch, hoffentlich ist da oben keine Straßensperre, die mich aufreiben wird. Weil ich habe kaum Bock dazu. Oh ja, das war ja klar. Habe ich ja nicht schon gesagt, dass ich manchmal die Noose-Einheit hier hasse? Genau das. Nicht wirklich, oder? Oh Gott, ich hasse einen hohen Schadensmodell. Und ich hasse es, wenn die Polizei das macht. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht direkt machen. Ich wollte eigentlich vorbei. Fuck! Ich wollte vorbeifahren. Nein! Aus dem Weg! Ich wollte das Ziel erreichen! Peter Bear! Don't approve this! Komm, du sollst nicht durchfliegen, du Depp! Oh Gott! Oh. Das ist der beste Grund, warum ich ein hohes Schadensmodell einfach nur hasse. Aber okay. Also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von GTA 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und jetzt will ich dann erstmal sagen, bevor ich durchdrehe, bis später.